Hallo zusammen, hier ist wieder Ögerti und heute mit einem Thema, das nur allzu populär in den sozialen Medien ist. Vor allem für die Moralaposteln da draußen, die nur allzu gern ihres gesamten ethischen Gefühls freien Lauf lassen, indem sie einfach nur ein Bild posten zu einer aktuellen Trendmoral, die gerade umherkursiert. Es geht um Bodyshaming und vor allem um die Beleuchtung einer Seite, die die meisten vergessen in diesem Zusammenhang. Aber dazu müsste man nun auch mal ein wenig mehr in die Tiefe gehen und nachdenken. Der ganz offensichtliche Teil ist derjenige, wo es darum geht, dass man vor allem adipöse Menschen nicht diskriminiert, nicht mit dem Finger auf sie zeigt und sie auch nicht benachteiligt. Vor allem eben eine ganz klare Trennung macht von äußerlichen Merkmalen und dem, was dahinter steckt und was man erwarten kann. Und von dem einen nicht auf das andere schließt, zumal selbst dann das eine schon bereits nichts Negatives zu bedeuten hat. Und natürlich auch darüber hinaus grundsätzlich Menschen mit auffallenden körperlichen Merkmalen, die vielleicht abseits einer Norm ist, die die Gesellschaft akzeptiert und kennt. Egal, ob es nun ganz besondere Gesichtszüge sind, Körpermerkmale sind, ganz besondere Hautfarben oder sonst irgendetwas, niemand sollte sich mit seinem von Natur und von Geburt gegebenen körperlichen Merkmalen schämen müssen. Das an sich ist ja eine ganz nette Weisheit und Moral. Jedoch wird sie nicht nur oft falsch ausgelebt, sondern eine Kehrseite der Moral, Schattenseite der Moral wird niemals bedacht. Damit meine ich nicht, dass an der Moral etwas Negatives ist, nein, sondern dass ein ganzer Teil, der eigentlich genau das Gleiche ist und genau das Gleiche betrifft, gar nicht erst bedacht wird. Und damit kommen wir auch schon zum Bodybuilding. Immerhin geht es auf diesem Kanal darum, und man mag sich fragen, Bodyshaming und Bodybuilding, wie passt das zusammen? Ist es nicht gerade im Bodybuilding so, dass hier Bodyshaming überhaupt nichts zu suchen hat und eigentlich kein Teil davon ist, beziehungsweise hier eher die Täter dieser ganzen Ethikwelle zu erwarten sind, statt die Opfer? Denn hier handelt es sich ja immerhin um diejenigen, die viel für den Körper tun und scheinbar auf recht oberflächliche Werte setzen, beziehungsweise sich so weit der Gesellschaft anpassen, durch Abnehmen und schlanke Figuren oder durch muskulöse Figuren, um eben nicht mehr aufzufallen oder höchstens positiv aufzufallen und das Ganze dann mit einer Selbstsicherheit abzudecken. Gerade diejenigen unter den aktiven Bodybuildern, denen man schon einen gewissen Erfolg ansieht und auch schon den Sport bemerkt, beziehungsweise definitiv sagen kann, dass diese Menschen irgendwo eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio haben, gerade diese Menschen sind ja eigentlich sehr ferngesehen von irgendeiner Art des Bodyshaming. Nein, ganz im Gegenteil, sie werden sogar eher als überselbstsicher bis hin zu arrogant und überheblich wahrgenommen, weil sie ja in keiner Minute versäumen, auch diesen Körper in Szene zu setzen oder beziehungsweise, selbst wenn sie es nicht tun würden, wird ihnen angemaßt, dass sie sich als für was Besseres halten, weil sie ja immerhin diesen schlanken oder muskulösen, aber diesen geformten, kosmetisch bearbeiteten Körper bereits haben. Die Wahrheit ist jedoch, dass sehr viele erst zu diesem Sport getrieben werden durch Bodyshaming. Weil sie irgendwann gesagt haben, gut, ich werde etwas dagegen tun, ich möchte das nicht mehr, egal ob sie sagen, für sich selbst oder für die Gesellschaft, obwohl das immer ungefähr aufs Gleiche hinauskommt, dennoch sind das Menschen, die durch Bodyshaming oft dazu getrieben werden. Ganz wenige sind es nur, die sicherlich aus komplett eigenem Antrieb sagen, ich will einfach was ändern oder sogar zum Negativen etwas ändern, weil vorher fand die Gesellschaft meinen Körper ganz toll und jetzt ruiniere ich den. Das gibt es nur äußerst selten. Das heißt, wir haben hier sowieso schon mal Leute, die irgendwann im Leben damit konfrontiert worden sind. Egal in welcher Weise. Aber man mag es kaum glauben, Bodyshaming ist sicherlich alltäglich am meisten vertreten unter Bodybuildern. Und die Ursache dafür ist ganz klar und einfach. Per se ist der Sport des Bodybuildings bereits schon nun mal darauf aus, dass man Körper miteinander vergleicht und damit in einem stetigen Wettkampf ist, wer hat den schlankeren, schöneren, muskulöseren Körper. Das ist zum einen im Profisport und in dem Bühnenteil sowieso der Fall, denn hier geht es um die Bewertung der Körper. Wer hat mehr, wer hat schöner, wer hat mehr Linie, wer ist schlanker und so weiter. Zum anderen wird das natürlich aber auch fortgesetzt, denn jenseits des Wettkampfs wird das dann natürlich auch im Fitnessstudio ausgetragen oder auch in der Straße, im Supermarkt und so weiter. Man vergleicht sich ständig mit dem anderen. Aber das liegt, wie gesagt, nun mal in der Natur des Sports, denn der ist hier kosmetischer Art und deswegen das Sport für mich gesehen auch nur in Anführungsstrichen. Man hat zwar eine sportliche Komponente und Tätigkeit, jedoch ist die eigentlich
nebensächlich, denn das Hauptziel ist keine Sportverbesserung, sondern meistens etwas kosmetischer Natur. Ganz besonders aber findet nun auch dieses Bodyshaming jenseits eines reinen Vergleichs und vielleicht einer positiven Wettbewerbsbedingung außerhalb der Studios statt und vor allem außerhalb des Kreises derer, die diesen Sport betreiben. Wer kennt es nicht, dass vor allem jene, die den Sport nicht betreiben und sogar argwöhnisch auf die Menschen schauen, die ganz offensichtlich Bodybuilder sind oder eben etwas an ihrer Figur tun. Und diese auch dann ständig bewerten und sich geradezu dazu eingeladen fühlen, das zu tun, in allzu hämischer und offensichtlicher Weise. Ich selbst habe es kennengelernt von Tag 1 an, dass irgendwelche Leute, sobald sie sehen, der macht Bodybuilding oder das auch nur wussten, schon bereits mit Bewertungen beginnen. Oh, dein Trizeps ist aber viel kleiner als dein Bizeps. Oh, trainierst du überhaupt die Brust? Die ist nicht ganz so gut wie dein Rücken. Dein Rücken ist voll übertrieben, sieht gar nicht mehr so gut aus. Oder der Klassiker natürlich, hey, du hast ja gar keine Waden. Oder deine Beine sehen aber ganz schön viel dünner aus als dein Oberkörper. Und dann natürlich die einhergehende Beleidigung. Disco-Pumper, Storchbeine und so weiter. All das kennt man. Und all das kriegt man von Menschen mit, die sonst sich selbst völlig fern des Bodyshamings bzw. einer Täterrolle sehen würden. Wenn die irgendwo auf Social Media sehen, dass es dieses Problem gibt und adressiert wird, dann würden die niemals denken, dass sie dazugehören. Denn sie zeigen ja nicht auf ganz offensichtlich Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben und würden diese diskriminieren. Nein, aber den Bodybuilder ständig damit zu ärgern, ob er nicht vielleicht doch abgenommen hat. Letztes Jahr war er besser in Shape oder sah er besser aus, ob er überhaupt denn noch trainiert oder warum denn tatsächlich seine Waden so viel kleiner sind als die Arme. Ist sicherlich genau das Gleiche und das macht den Leuten auch was aus. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, dass viele davon das sogar mit der absoluten Sicherheit machen, dass es dem Menschen, dem sie das sagen, wirklich trifft. Gerade wenn es darum geht, hast du etwa abgenommen, trainierst du eigentlich noch? Die meisten wissen es. Und sie setzen sogar einen drauf. Oft sagen sie sogar ganz scherzhaft hinterher, tja, ich weiß, das macht euch alle was aus, wenn ich so etwas sage. Wieso sagt man es denn dann trotzdem? Könnt ihr euch die gleiche Situation vorstellen, irgendwo auf einer Gartenparty? Hey, du bist aber ganz schön fett geworden. Ich weiß, das macht euch Dicken etwas aus, wenn man davon redet. Nein, dann wäre man schon wieder ganz klar in dem bösen Kreis der Täter des Bodyshamings. Und natürlich muss man sich fragen, machen sich diese Menschen überhaupt Gedanken darum, was sie davon sich geben? Machen sie sich überhaupt Gedanken darum, ob es nicht vielleicht sogar einen ziemlich bemitleidenswerten Grund hat, dass jemand eine Muskulatur nicht so ausgeprägt hat wie eine andere? Wie zum Beispiel der offensichtlichste, Genetik. Er trainiert zwar alles, aber es passiert. Oder vielleicht schlichtweg, weil er auch irgendwo eine Verletzung hat. Wer würde zum Beispiel vermuten, dass meine einst stärksten Muskeln mittlerweile durch eine Verletzung nicht mehr so trainiert werden können wie einst? Vielleicht hatte man einen Unfall, vielleicht hatte man eine schwerwiegende Operation. Vielleicht hat man aber auch einfach nur irgendwelche Verschleißprobleme, die im Alter mit dazukommen. Oder verliert eine Masse genau an dem Teil des Körpers, weil das im Alter einfach nicht mehr so gut zu trainieren ist. Und trotzdem kriegt man diese Kritik genannt. Halt, stopp! Hier haben wir genau den Fehler, woran man sieht, dass selbst scheinbar sehr selbstsichere Menschen, die sogar darüber philosophieren, sich immer noch dem Bodyshaming hingeben bzw. Opfer davon sind, selbst wenn sie noch so erhaben wirken. In diesem Fall, warum verteidigt man sich bereits jetzt sogar auf Video für die Sache? Eigentlich muss man das doch gar nicht erwähnen. Warum sollte überhaupt jemand darauf eingehen, warum oder das alleine schon ergründen und nach außen tragen, ein Körperteil vielleicht weniger trainiert ist als der andere? Das ist bereits ein Zeichen von Bodyshaming und es scheint ja damit etwas tiefer zu sitzen, als man denkt. Also geht mal in euch. Wer von euch hat es trotzdem noch irgendwo eine kleine Stimme auf der Schulter, die anfängt sich zu verteidigen oder die sofort auch ein wenig genervt ist, wenn sie so etwas hört? Tja, das sind alles Anteile, wo man wirklich merkt, ja, wir sind noch irgendwo Opfer davon. Und jetzt mal ehrlich, wenn man es vergleicht, was die meisten da draußen nicht berechnen, ist, dass derjenige, der überhaupt nicht trainiert, kein Kraftsport macht, kein Widerstandstraining macht, ob jetzt Bodybuilding, Fitnesssport oder sonst was, irgendetwas, was seinen Körper in irgendeiner Weise in erster Linie formen soll. Selbst Joggen, wenn er das vielleicht macht für Cardio, aber
dann ist das eine Sache. Aber wenn er das tun würde, um abzunehmen, dann wäre das schon außerhalb davon. Aber was ist mit den Menschen, die eben gar nichts davon machen? Und dann, wie ja fast alle zu den Bodybuildern ankommen und genau solche Kommentare bringen. Die sehen den offensichtlichen Bodybuilder und sagen, guck dir dieses Storchenbein mal an. Der scheint ja nur ein Disco-Pumper zu sein. Die Beine scheint er nicht zu trainieren. Oder warum ist denn der Trizeps so schwach? Warum sind die Schultern nicht so ausgeprägt? Jetzt muss man sich mal vorstellen, skizzieren wir mal das Extrem. Angenommen, da ist wirklich jemand, der einzig und allein den Bizeps trainiert. Mehr nicht. Er trainiert nur den Bizeps. 1,5 Stunden in der Woche, 3x30 Minuten nur den Bizeps. Unter Bodybuildern würde er wahrscheinlich als oberflächlich gelten oder als nicht gesund oder sonst was. Allein da würde er schon seine Packung abbekommen. Aber da draußen, wenn er nur den ausgeprägten Bizeps hat, da würde er jedes Mal darauf angesprochen werden, weil die Leute sich getriggert fühlen. Da ist ja jemand, der mit seinen Armen angeben möchte, aber guck dir doch mal die Arme an, die sind ja gar nicht so dolle. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dieser Mensch tut unendlich viel mehr als derjenige, der gar nichts macht. Denn immerhin sind das 3x30 Minuten im Gegensatz zu 0 Minuten Einsatzzeit. Das heißt, er tut immer noch wesentlich mehr für seine Figur, er steckt da wesentlich mehr rein. Egal, ob das einem gefällt oder nicht. Aber die Moral dahinter scheint mir etwas fraglich, wenn man genau diesen Menschen kritisieren will. Und wenn es jetzt sogar jemand ist, der vielleicht sogar nicht nur den Bizeps, sondern den ganzen Körper trainiert, aber sich einfach entschieden hat, zum Beispiel die Beine nicht zu trainieren, weil es ihm einfach zu anstrengend ist. Hey, mag doch sein, ist doch absolut okay. Wer sind wir, dass wir das richten wollen? Denn immerhin ist das nur noch der Teil, der den normalen Bürger auch betrifft. Die trainieren ihre Beine auch nicht. Nur er tut unendlich viel mehr für den Oberkörper. Ist das etwas, was zu verschmähen ist? Und zum Schluss möchte ich gerne noch einen klaren Appell an euch richten. Zum einen, hinterfragt euch mal. Hinterfragt euch mal, wo ihr selbst noch Opfer des Bodyshaming seid. Wo merkt ihr, dass es euch wirklich ärgert? Egal, ob man zu euch kommt nach Jahren des Trainings oder nachdem man ganz offen weiß, der lebt das Bodybuilding und mittendrin mal sagt, oh, du hast aber abgenommen. Entweder nach dem Urlaub oder nachdem ihr wirklich krank wart oder sonst was. Aber warum muss man es euch sagen? Und stört es euch? Seid ihr noch empfänglich dafür? Oder wenn man eure Muskelausprägungen vergleicht oder dergleichen. Und überlegt euch auch mal etwas anderes. Wo seid ihr vielleicht noch Täter? Erwischt ihr euch selbst dabei, wenn ihr dieses Video mitbekommt, dass ihr so etwas auch tut? Dass ihr Leute ganz offensichtlich darauf ansprecht, genau das gleiche aber niemals bei anderen Menschen machen würdet? Hey, deine Nase sieht ja echt ein bisschen komisch aus, passt gar nicht zu deinen Ohren. Oder hey, deine Frisur, die ist jetzt nicht besonders gut gelungen, oder? Die war letztes Jahr aber besser. Hast du etwa abgenommen? Alleine nur zu fragen, ob ein Mensch, der ungefähr 160 Kilo wiegt und ziemlich dick ist, hast du etwa abgenommen, ist ja schon teilweise etwas, wo wir uns vorscheuen, weil das nur allzu ironisch wirkt. Aber was ist, wenn wir auch noch sagen würden, hast du etwa noch mehr zugenommen? Also etwas gibt es nicht. Aber erwischt ihr euch dabei, dass ihr das tatsächlich bei Bodybuildern tut? Bei Leuten tut, wo ihr merkt, die machen das ganz offensichtlich? Seid mal ganz ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Ich habe euch gesagt, wo ich bereits schon ein Opfer davon bin. Aber wo bin ich auch vielleicht Täter? Vielleicht erwischt ihr euch selbst dabei und hinterfragt euch. Bitte schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wo merkt ihr, dass ihr das Gleiche tut? Egal ob auf Opferseite oder Täterseite. Würde mich mal wahnsinnig interessieren, wo ihr merkt, dass Bodyshaming auch in eurem Leben eine Rolle spielt und wenn auch nur eine kleine im Alltag. Und falls ihr euch schämt, alleine schon die falschen Supplemente zu benutzen, hey, es gibt richtig gute da draußen und wesentlich bessere und gleichzeitig könnt ihr diesen Kanal auch noch besser unterstützen. Viele von euch fragen ständig, wie sie das machen können und das ist natürlich sehr löblich. Und an dieser Stelle habe ich etwas richtig Gutes für euch, denn ihr könnt nicht nur Geld sparen, sondern Geld sparen bei einem der besten Supplement-Firmen und diesen Kanal unterstützen. Macht das sehr gerne, wenn ihr irgendetwas in dem Bereich braucht und ich weiß, ihr mögt das. Unten findet ihr einen Code und spart 10% bei Gigas Nutrition und könnt da mal richtig kräftig einkaufen. Ich schäme mich ein bisschen, bereits schon um 15 Minuten überzogen zu haben und werde mich jetzt dem Brusttraining hingeben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert den Kanal und schaut euch mal die anderen Videos an. Und natürlich, wenn euch das gefallen hat, lasst es mich wissen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald, euer Gotti.